Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Brotherhood. Tja, in der letzten Folge habe ich ehrlich gesagt, obwohl es nur ein Tag oder zwei Tage her ist, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr. Wir waren hier auf jeden Fall hier oben. Ah ja, wir haben glaube ich den Templeragenten erledigt, wenn ich mich recht erinnere. Ach, ist eigentlich auch egal. Gut, dann kümmern wir uns jetzt hier um den nächsten Borgia-Turm. Und hoffe, dass wir überhaupt dahin kommen. Hui, schon wieder Geld in der Kiste. Bis jetzt sieht's gut aus. Ja, die Franzosen sind immer noch hier. Oh, 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 oh. Schwierigkeit 4, ne? Moment. Boah, hab doch gar nichts gemacht. Jetzt, Brüder! Na schön, ihr wollt's ja nicht anders. Ihr habt mit dem Scheiß angefangen. Oh. Hey, Boten weg! Jetzt auf einmal abhauen. Feige Säue. Halt. So. Und jetzt will ich irgendwie schnell an den Hauptmann rankommen. Obwohl hier alles zu ist mit Soldaten. Gefällt mir nicht so. Vor allem der auf dem Pferd nicht. Das Problem ist es immer, die zu finden. Shit, 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 shit. Aber mein Tagwerk nimmt mich so mit, dass ich keine Zeit habe, dem nachzugehen. Ich brauche das Geld ihres Vaters. Müssen so viele Patrouillen hier rumstehen? Davon abgesehen betrüge ich ihn natürlich. Ah, dort hinten, zu Pferde. Los, komm, komm, komm. Okay, das hat nicht ganz gereicht. Ich brauche ein bisschen Hilfe. Gut, Assassine, hau ab. Sehr schön. Doch, die Nerven. Na komm schon. Komm schon, du feige Ratte. Komm, Freundchen. Wir wollen das Okay. Die machen es mir nicht gerade einfach hier, aber. Was soll's? Auch wenn ich jetzt gerade volle Bekanntheit habe, ist es erstmal egal. Ey, 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 ey. Los, Ezio, weiter rauf. Boah.
Okay. Mann. Die Nerven. Okay. Erstmal die Aussicht genießen. Hier. Uiuiui. Noch 3 Stück fehlen, ne? Aussichtspunkte. Sollte ich mich erstmal wieder um meinen Bekanntheitsgrad kümmern. Hier haben wir noch eine Kiste rumstehen. Dort hinten ist schon wieder ein Assassine in Not. Aber erstmal der Zeuge hier. Fällt euch mein Spiel, Signore? Ja. Ganz doll scheiße. So, das auch weg. Und die können alle abgeknallt werden. Oh. Wieder eine Dame. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ihr kämpft gegen die Unterdrückung. Wenn ihr mögt, kämpfe ich mit euch. Ja. Warum nicht? Gut. Dann haben wir wieder einige Renovierungen. Nur die angesehensten Kunden beehren dieses Geschäft. Die Elite weiß, wo man so den Kunsthändler. Bin ich wahrhaft gesegnet. Schnellreisepunkt ist am wichtigsten. So, wenn schon, dann richtig. Kommt, Freund. Wann wart ihr zuletzt bei einem Arzt? Oh, das ist schon eine längere Zeit her. Alles, was ich sagen will, ist, ich sag... Kommt, Freunde. Pferdestall. So, das dürfte jetzt erstmal reichen. Ich werde noch ein bisschen weiter nach Süden gehen. Und, oh, Campania zu 75% schon renoviert. Gut, gucken wir uns erstmal, was die Assassinen zu tun haben. Wenn schon alle wieder da sind, heißt das. Nein, sind sie noch nicht. Dann warten wir auch noch. Keiner wird hier bevorzugt behandelt. Okay. Wir sind jetzt hier. Hier ist noch... Das müsste der letzte Borgia-Turm sein. Nehmen wir den in Angriff. Sofern wir es können. Zwar ist hier wieder so eine gestrichelte Linie auf der Karte, aber ich hoffe mal, dass wir trotzdem weiter können. Okay. Bis jetzt klappt's.
Nein, kommt schon, das wäre der letzte. Okay, Pfeilhagel ist wieder verfügbar, das ist sehr gut. Och nö. Hier ist doch wieder eine Grenze. Oh. Das Romulus-Versteck ist ja auch in dem Gebiet, also können wir das gleich auch mit vergessen. Shit. Na gut. Dann haben wir wohl keine Wahl. Müssen wir doch wieder weiter mit der Story machen. Bartolomeo helfen, seine Frau zurückzukriegen. Warum auch nicht? So kommen wir immerhin weiter mit der Story. Oh. Ist da noch ein Aquädukt, was ich reparieren muss? Bis jetzt waren wir noch nicht in der Verlegenheit, einen Fallschirm benutzen zu müssen, aber es ist schon mal gut zu wissen, dass wir den im Inventar haben. Das ist so teuer. Los, repariert das Scheißding. Sehr fein. Und das Vergnügen ist bei mir, mein Herr. Gut. Je besser Rom aussieht, desto besser liegen auch unsere Chancen. Gut, Bartolomeo. Dann hoffe ich mal, dass wir dir helfen können. Hier haben wir noch ein leeres Fraktionsgebäude. Söldner brauchen auch ein bisschen Spaß. Also stellen wir hier ein paar Kurtisanen ab. Endlich alle Assassinen da sind. Ich habe so das Gefühl, dass ein oder zwei schon noch fehlen. Oh. Na? Oh, alle da. Gut. Okay, der kriegt den Lederbrustschutz. Sehr schön. Ja, genauso. Okay, er kriegt das syrische Schwert. 3 Fähigkeitspunkte. Okay, sie hat an einer schwereren Mission teilgenommen. Okay. Damit sind alle fertig. In London gibt's was Neues, ne? Liste einschmuggeln. Ich würde sagen, 21% bräuchten wir. Macht das ein Fünfer und einer unserer Achter. So. Thron an. Ja, Achter und ein Siemer. Das passt. Dieb eliminieren. Fünfer? Ja, ein Fünfer reicht. Feindlicher Spion. Kriegt das unser Einser hin? Jawoll. Schön. Gut. Was haben wir hier Neues? Ein Siemer und ein Sechser. Das reicht für die Mission. London haben wir gerade gemacht. Rom. Historiker angreifen. Schafft unser Sechser allein. Unser Siemer. Nee, das wird nichts. Das wird nichts. Wien. Gut, dann macht unser Vierer das hier. Irgendwas mit 3 Punkten noch? Waffen sabotieren. Klar, das schafft sie.
Gut. Damit hätten die wieder was zu tun. Und wir werden in der nächsten Folge mit Bartolomeo sprechen, um einen Plan zu entwickeln. Also, bis dahin. Tata!